Integration durch Qualifizierung. Und was genau das beinhaltet und was man da konkret tun kann, sagt uns jetzt Nils mit dem Beispiel vielfaltsorientierte Personalpolitik. Bitte schön, Nils. Ja, Silke, vielen Dank. Ich würde auch gerne meinen Bildschirm teilen, aber da steht leider, dass die Freigabe deaktiviert ist. Jetzt soll es gehen. Ja, wunderbar, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Silke, nochmal. Mein Name ist Nils Hackstein von der Fachstelle IKA. IKA steht für interkulturelle Kompetenzentwicklung und Antidiskriminierung. Das ist leider eine sehr lange Beschreibung für unsere Fachstelle, aber IKA macht das so ein bisschen kürzer und hoffentlich auch ein bisschen peppiger. Genau, und ich würde jetzt auch einen Online-Kurs vorstellen, den wir jetzt Anfang des Jahres beziehungsweise im Ostern online veröffentlicht haben, der dabei hilft, Fachkräfte zu finden und auch zu binden. Und hierfür werde ich auch kurz meinen Bildschirm teilen. Und zwar möchte ich in einer Minute auch IQ vorstellen, also wir sind die IQ-Fachstelle, interkulturelle Kompetenzentwicklung, Antidiskriminierung, das heißt, wir gehören zum IQ-Netzwerk. Und hier seht ihr jetzt auch die Webseite des IQ-Netzwerkes. Ich finde, das ist dann immer ein bisschen realer, auch als wenn ich jetzt so eine PowerPoint vorbereitet hätte. Also das ist die Webseite. Und IQ hat das Ziel, das Potenzial von Menschen mit Migrationshintergrund zu nutzen, wie das hier auch relativ gut zusammengefasst ist. Und ein Satz vielleicht auch noch zu IQ. Es geht hauptsächlich darum, Menschen mit Migrationsgeschichte erfolgreich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das heißt, es sind unter anderem auch Berufsabschlüsse, Beratung zu Berufsabschlüssen. Da gibt es noch Qualifikationen, die dann auch durchgeführt werden können, sodass ausländische Berufsabschlüsse für den deutschen Arbeitsmarkt dann auch anerkannt werden können. Das ist so die Grundidee und mit der Zeit haben sich natürlich dann auch immer mehr Kompetenzen entwickelt und eine Kompetenz ist eben auch die IQ-Fachstelle interkulturelle Kompetenzentwicklung. Das heißt, wir helfen dabei, das IQ-Netzwerk in den Bereichen interkulturelle Kompetenzentwicklung, Antidiskriminierung, Diversity, interkulturelle Öffnung dahingehend zu beraten, das IQ-Netzwerk an sich mit den ca. 380 Teilprojekten in ganz Deutschland. Das heißt, wir sind bundesweit aktiv, aber auch eben für Kommunen, Verwaltungen und auch kleine und mittlere Unternehmen. Und kleine und mittlere Unternehmen, darauf möchte ich jetzt konkreter eingehen. Hier ist auch noch unsere Webseite der IQ-Fachstelle von uns. Also gerne auch einen Blick drauf werfen. Darauf kommt man, wenn man auf der IQ-Webseite ist und auch so ein bisschen runterscrollt. Gut, soweit zur Einführung. Und nun als möchte ich ein Produkt vorstellen von uns als IQ-Fachstelle eben. Und zwar geht es um einen Online-Kurs zur Fachkräftefindung und Bindung. Und dieser Online-Kurs, also hier sind wir auf der Startseite, richtet sich hauptsächlich an kleine und mittlere Unternehmen. Aber es können natürlich genauso Kommunen, Arbeitsverwaltung oder wer auch immer sich mit diesem Thema beschäftigen möchte, mit vielfaltsorientierter Personalarbeit und auch daran verknüpft mit dem Schwerpunkt Fachkräfte finden und binden. Genau, können sich also kleine und mittlere Unternehmen, aber eben auch weitere Organisationsformen diesen Online-Kurs machen. Ich bin jetzt gerade eingeloggt, das heißt, hier oben rechts steht Logout, aber wenn man jetzt beispielsweise noch nicht registriert ist, kann man hier raufklicken. Oder muss man einfach nur die E-Mail-Adresse angeben und den Namen, der dann auch später auf dem Zertifikat stehen soll. Es gibt nämlich auch Zertifikate am Ende, wenn man den ganzen Kurs bearbeitet hat. Und das heißt, die Registrierung ist sehr einfach und schnell. Wir sind hier auf der Startseite der Kurs ist so aufgebaut, hier sieht man das auch gleich direkt, hier ist der Kursinhalt. Und es gibt drei Lektionen. Es geht beispielsweise auch darum, warum vielfaltsorientierte Personalarbeit überhaupt sinnvoll ist, was der Nutzen dabei ist. Und wir haben ja eben diese Fachkräftebindung und Findung in Vordergrund gestellt, weil das eben für kleine und mittlere Unternehmen besonders interessant ist. Die haben ja im Vergleich zu größeren Unternehmen weniger Ressourcen, das heißt weniger Personal und Zeit zur Verfügung. Und deswegen ist eben diese Fachkräftefindung und Bindung, da wo der Schuh drückt, jetzt im Vordergrund gestellt. Und nach einer kleinen Einführung, also der akute Fachkräftemangel in Deutschland, was sind eigentlich die Vorteile von vielfältigen Teams,
was ist eigentlich Diversity Management, wo stehen wir auch als Organisation, als kleines und mittleres Unternehmen. Hier kann man also jetzt eben so eine kleine Einführung machen. Und dann geht es in Lektion 2 und 3 so ein bisschen ins Eingemachte. Das heißt, Lektion 2 ist die Fachkräftefindung. Da gibt es beispielsweise Themen wie der aktuelle Trend zum Online-Mobile-Recruiting. Da werden ja auch immer mehr jetzt auch Fachkräfte gesucht und gefunden. Wie mache ich das eigentlich, wenn ich eine Stellenausschreibung vielfaltsorientiert ausrichten möchte? Wie kann ich ein Bewerbungsverfahren anonymisieren? Wenn ich Bewerbungsgespräche habe, wie kann ich diese vielfaltsgerecht ausrichten? Was sollte ich beachten? An wen kann ich mich auch wenden, wenn es um die Anerkennung von ausländischen Qualifikationen geht? Was ist wichtig bei der Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis? Das sind die Themen und in Lektion 2. Der Kurs ist so aufgebaut, er ist modular aufgebaut. Das heißt, man kann entweder alle Themen nacheinander bearbeiten oder aber man sucht sich das Thema heraus, was für einen gerade am wichtigsten und sinnvollsten ist. Wenn man das Zertifikat am Ende haben möchte, dann muss man natürlich schon alles verarbeitet haben. Das geht dann sonst nicht. Aber man kann auch einfach sagen, okay, hier gibt es ein Thema, was mich besonders interessiert und das klicke ich an. Wir haben uns jetzt Lektion 1 und 2 angeschaut. Hier noch ein kleiner Einblick zu Lektion 3, der letzten Lektion. Da geht es um betriebliche Willkommenskultur, um transparente Einarbeitung, deutschen Betrieb. Was sollte ich auch beachten, weil wenn ich Konflikte habe, wie kann ich da rangehen? Wie führe ich auch ein diverses Team? Und zum Abschluss gibt es dann auch die Möglichkeit, Feedback abzugeben und eben auch das Zertifikat zu bekommen. Ich würde jetzt einfach mal beispielhaft in ein Thema reingehen, also vielleicht auch einfach mal zum Reingucken, auch vielleicht ganz am Anfang, weil herzlich willkommen. Also das ist so aufgebaut, dass es oft ein Video gibt, dann gibt es auch Textbausteine und aber auch interaktive Karten. Also hier zum Beispiel ist eine interaktive Karte, die kann ich zum Beispiel reinklicken, wenn man beispielsweise unsere Kontaktdaten möchte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Thema weiterklicke, akuter Fachkräftemangel, es sind teilweise auch immer wieder Grafiken eingebracht, kleine Videos. Und am Ende eben auch immer ein kleines Quiz. Das heißt, ich kann am Ende auch immer wieder testen, wie viel quasi vom Inhalt hängen geblieben ist, wie viel ich wiedergeben kann. Und die Idee ist eben, diesen Kurs interaktiv wie möglich zu gestalten und auch selber auch sehr viel mit eingeben zu können. Ich klicke jetzt einfach mal weiter, um einfach auch so einen Einblick in den Kurs zu gewähren. Hier beispielsweise die Vorteile von vielfältigen Teams, da kann ich dann zum Beispiel raufklicken. Fachkräftesicherung ist beispielsweise ein Vorteil, wenn ich vielfaltsorientierte Personalarbeit betreibe. Die Steigerung der Mitarbeiterinnenzufriedenheit, mehr Kreativität und Innovation, das beispielsweise kann ich dann alles anklicken. Es gibt natürlich auch Herausforderungen, das sollte man auch nicht ignorieren. Und wie ich auch mit den Herausforderungen angehen kann, das versuchen wir auch. Also eben zum Beispiel auch professionelle Konfliktlösung, da haben wir ja auch ein Thema, das hatte ich vorher kurz erwähnt. Das heißt, wir versuchen, die Inhalte auch relativ kompakt darzustellen. Das sind natürlich alles auch große, komplexe Themen natürlich, aber wir wissen einfach auch, dass KMU insbesondere da wenig Zeit haben und auch nicht besonders viel Zeit investieren wollen. Und deswegen sind die Themen auch sehr kurz und bündig dargestellt. Hier haben wir beispielsweise auch ein Quiz, das heißt, hier sind die Diversity-Dimensionen, das heißt, ich kann zum Beispiel hier im Quiz die Diversity-Dimension finden und versuchen aufzudecken. Hier haben wir wieder eine interaktive Grafik, ein Video auch, damals noch mit der Chefin der Charta der Vielfalt. Und genau, wir haben teilweise auch KMU mit eingebunden, also zum Beispiel auch bei transparenter Einarbeitung. Was kann ich beachten, wenn ich bei der Einarbeitung, wenn ich da auch vielfältiges Team habe, und haben hier beispielsweise auch Clément Ouvadian, den Geschäftsführer von Global Archie, interviewt. Also auch da haben wir versucht, auch direkt KMU mit einzubeziehen, wie sie das machen. Hier zum Beispiel auch eine andere Form einer Bearbeitung des Diskurses. Also hier kann ich zum Beispiel auch Elemente reinziehen. Auch das ist möglich. Also wir versuchen wirklich auch spielerisch mit einer gewissen Interaktivität eben die Themen zu behandeln.
Ja, ich schaue gerade nochmal, also hier zum Beispiel das Thema auch professionelle Konfliktlösung, hier auch das Diversitätsdreieck, das ist wahrscheinlich auch sehr bekannt. Ja, kann hier aus Textfelder, um auch eine Aufgabe zu lösen mit einem Praxisbeispiel aus dem Betrieb, wie da der Konflikt gelöst werden könnte mit dem Diversitätsdreieck. Und ja, das glaube ich, gibt so eine erste Idee, wie der Kurs aufgebaut ist. Würde mich natürlich freuen, wenn einige da Interesse hätten, vielfaltsorientierte Personalarbeit auch in einem Kurs online. E-Learning-Kursformat, sich das genauer anzuschauen. Und ja, die Seite ist vielfaltgestalten.de. Die kann ich auch gleich nochmal in den Chat schreiben. Da muss man die nicht selber eingeben. Und wie gesagt, die Registrierung ist sehr kurz und dauert nur wenige Minuten. Ja, ich freue mich, wenn noch Fragen bestehen sollten, aber so wie ich das verstanden habe, geht es jetzt erstmal darum, dass wir alle vorstellen und dann am Ende die Fragen kommen.